Ich habe jetzt hier erst noch was rausgesucht, was wir uns erstmal ganz kurz anschauen müssen. Auf jeden Fall. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wer einen Kampf gewinnen würde? Spinosaurus gegen Indominus Rex. Schreibt mal in den Chat rein, wer würde den Kampf gewinnen? Spinosaurus gegen Indominus Rex. Ich habe das Video zwar schon geliked, werdet ihr gleich sehen, aber ich kenne den Ausgang selber noch nicht. Ich glaube Indominus. Auch wenn ich Spino lieber sehen würde. Wegen seiner Fähigkeit, sich zu tarnen, meinst du? Ja. Und weil der halt so Raptor-mäßig ist. Der ist halt so ein bisschen flinker irgendwie nochmal. Dann schauen wir jetzt nämlich mal ganz kurz hier rein. Da geht es nämlich genau um den Konflikt Spinosaurus gegen Indominus Rex. Ist animiert. Wahrscheinlich aber auch sehr gut animiert. Das sah zumindest in der Vorschau ziemlich geil aus. Wer es schon kennt, bitte nicht spoilern. Geht 14 Minuten, sehe ich jetzt gerade. Und wegen seiner Intelligenz. Ja, stimmt. Ja, es wurde immer gesagt, er ist sehr intelligent, aber so verhalten hat er sich jetzt auch nicht so schlau, oder? Ich wollte gerade sagen, im Film hat man davon jetzt nichts gesehen. Jetzt kommen wir ja nicht mit den Klauen, die er an die Wand gemacht hat. Da war er nicht schlau. Der Rest war einfach dumm. Gehen wir jetzt mal rein. Ich bin gespannt. Fehlt mir jetzt auch gerade so ein bisschen der Kontext, aber das macht ja nichts. Ganz kurz, der Spinosaurus, wenn der wirklich so ausgesehen hätte, wäre der nie im Leben nur ein Fischfresser gewesen. Auf gar keinen Fall. Es gibt ja Bilder vom aktuellen Spinosaurus, sage ich ja, das würde irgendwo passen, aber hier, ne. Das Design von dem auch immer so geil. Scheiße gelaufen. Oh. Das ist so typisch, ne? Das passiert immer. Aber schade, dass sie nicht das Design aus Jurassic Park 3 genommen haben. Ja, so ein Foto ist mehrere Millionen Dollar wert auf dem Markt, auf dem Schwarzmarkt. Ach, und jetzt einer der Steine, der Rex, oder was? Ach so, der hat sich nur getarnt, ja, jetzt check ich's auch. Oh, das ist doch eine coole Idee. Das ist echt eine gute Idee. Boah, wie fies der aussieht, ey. Schon geil. Der ist ein bisschen groß geraten, oder? Irgendwie schon, ja. Indominus Zilla. Das ist der nächste Gegner im neuen Monsterverse-Film. Stehst du zu dem Design von den Hybriden? Hab ich eigentlich kein Problem mit. Gerade den Dominus finde ich, der sieht richtig cool aus. Wie siehst du das? Ich mag die auch. Ich finde die echt gut.
Beim Indoraptor finde ich sogar noch ein bisschen besser. Ich mag diesen schwarzen Look mit diesem goldenen Streifen. Der Kontrast gefällt mir. Ich finde es nur so schade, dass sie so schnell verheizt wurden. Das stimmt, ja. Aber diese Klonideen und so, die gab es doch schon früher, ne? Ja, ich drücke ganz mal auf Stopp hier, für die, die es auch nicht wissen. Auch in Jurassic Park, die Dinosaurier waren, zumindest im Buch ist das so, waren Klone gewesen. Das heißt, man hat geguckt, welchen Saurier man wie klonen kann. Die haben sich am Anfang noch nicht, durften sich auch nicht fortpflanzen, logischerweise. Ne? Das heißt, du hast nicht angefangen, aus diesem Insekten-DNA-Zeug 5 Velociraptoren zu machen, sondern die haben angefangen, einen Velociraptor zu erschaffen. Und wenn der dann richtig gewesen ist, dann haben sie den ganz oft geklont. Das heißt, auch in Jurassic Park sind sie eigentlich schon so vorgegangen. Wenn der richtig gebildet ist, stell mal vor, der nur so ein Klumpfuß oder der Kopf ist ein bisschen zu groß. Drei Köpfe. Drei Köpfe. Boah, das wäre geil. Sehr geil. Der Indo-Gido. Ja, Indo, alles mit Indo jetzt. Boah, jetzt krieg jetzt schon wieder Bock, Godzilla 2 zu sehen. Du findest den zweiten noch besser als den ersten, gell? Es ist so schwierig. Die kämpfen immer um einen Platz in meinem Herzen. Das Ding ist, der erste ist halt geil inszeniert. Der ist schön düster. Und der zweite, der hat halt einfach die Monster, ne? Und die Musik. Ja. Allein das Oldschool Godzilla und Mothra-Theme. Ich hätte das Kind da jetzt aber irgendwie nicht gebraucht. Ich finde, es stört gerade so ein bisschen in der Story. Ich will jetzt sehen, wie die beiden sich hier... Irgendwie schon, ja. Also ich werde direkt abgestürzt. Du hast aber auch keine Plot-Armor. Das stimmt. Ich fand halt im dritten auch den Spino so geil, weil er so ein Arschloch einfach war. Der hatte einfach Bock, die Leute zu jagen. Das stimmt. Das stimmt. Einfach wie so ein eigener Charakter, so ein richtiger Drecksack. Matrix Zeitlupen Shop erschreckt. Ich hätte es irgendwie aber auch gefeiert, wenn sie jetzt aufgefressen worden wäre. So, puck, weg. Die Person, die das hier animiert hat, hatte auf jeden Fall Bock, so ein bisschen Storytelling auch zu betreiben. Ja. Generell, ich habe auch gestern und vorgestern haben wir uns so Animationsfilme angeguckt. Da gibt's richtig geile, gerade so gezeichnete. Wahnsinn. Was da draußen für talentierte Menschen gibt. Mal ganz kurz. Hört man den Pandaman auch noch, während das Video läuft? Weil nämlich das Video und der Pandaman beide über dieselbe Tonspur laufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen blöd, ne? Ich muss dich einfach dann gleich oder beim nächsten Mal separat abgreifen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, schlauer. Ist das hin? Ey, wir haben das schon mal irgendwie geschafft, oder? Es hat zwar ein paar Stunden gedauert, aber... Stimmt. Ich muss mir unbedingt das Elgato-Mikro holen. Weil da hast du direkt eine Software, wo du das alles regeln kannst. Echt? Das ist gut. Ja, das ist so praktisch. Also ich glaube, du musst einfach nur bei OBS jetzt einen neuen Ton angeben und dann gehst du einfach anstatt auf Desktop-Ton, gehe ich dann jetzt eben auf Discord. Aber steht gerade Ton passt. Okay, Ton passt. Okay, weiter geht's. Wenn's passt, dann passt's. Wenn nicht, dann wird's passend gemacht. Er wird ja auch ein bisschen blutiger anscheinend. Oh, er versucht, das Genick zu brechen. Wie beim T-Rex auch, und er hat's geschafft, was? Ja, toll. Ja, das war's dann mit dem Kampf. Ja, das Schnauze. Jeder Fanfilm, jeder animierte Fanfilm hat dieses extreme Blut. Und ich finde, es hat was, ey.
Ja, ich wollte es auch erst sagen. Ich find's geil. Wirkt halt direkt dramatischer. Ja. Boogie, es wird Zeit, mal den Link wieder zu posten. Ist Boogie dein Mod, oder was? Nee, Spooky ist eine der aktivsten Mitglieder der Community und des Discord-Kanals, will ich mal behaupten. Hm, bin ich jetzt übrigens auch beigetreten. Ich habe den Link zu spät gesehen, leider. Ach so, ja. Ich habe dir eine Einladung geschickt, stimmt. Boah, der war gut. Einmal drehen und dann zack. Ah, auf die Finger, ey. Sehr gut. Siehst du? Das meine ich. Das hätte so ein James Bond-Bösewicht jetzt gemacht, einfach. Wir brechen ihm die Finger. Ja, der Spino ist schon ein kleiner Biestling. Ja, ich finde das cool. So den Viechern ohne Charakter geben. Ja, guck's dir an. Er besiegt ihn wirklich. Ja, klar. Ist ja auch der Spino. Oh, er wird jetzt abgelenkt, weil bei der das Ding klingelt, oder was? Das ist ja dumm jetzt, ey. Nee, das zählt aber nicht. Oh, nein. In den Schenkel. Hä? Guck mal, wie der Spino loslegt. Der beißt ihn halt andauernd in den Kopf. Knackte dem jetzt einfach und ja. Lame. Der steht doch bestimmt nochmal auf. Random Soldat Nummer 1. Immer mit Helikopter. Boah, nee, es geht Butter noch rein. Weiter, es geht noch ein ganzes Stückchen weiter, ey. Da glotzt er doch schon wieder rein. Juhu. Weißt du warum, also erinnert mich gerade an die Resident Evil Serie. Weil die Soldaten aussehen wie die von Umbrella. Ja, und weil die auch mit ihren komischen Helis über die Viecher fliegen. Okay, schießen wir mal rein, ne? Oder? Ne. Doch. Heubung. Wann lernt ihr's? Solche Viecher betäubt man nicht. Geil, das war cool. Ui. Trotzdem erwischt. In den Arsch, oder? Sah so aus zumindest. Ah, mein Arsch. Ja, ich hab mir den Arsch getroffen. Geil. Der tut nur so. Ich glaube auch. Das ist jetzt der Move, den auch der Indoraptor gemacht hat. Er hat nämlich gar nicht getroffen. Und tschüss. So eine Szene hätte zum Beispiel auch im neuen Jurassic World Dominion auftauchen können. Mhm. Wobei, wenn er jetzt nicht aufpasst, dann wird sein Gesicht weggesäbelt. Ja, ja, dann lass die halt ein bisschen mehr wie Monster darstellen. Das passt doch schon. Hey. Wenn man die Viecher wie so bei Creature Features darstellt, da bin ich auch voll dabei. Hast du schon mal Dino Crisis gezockt? Ganz, ganz früher. Lange her. Einfach aufgegessen. War aber eigentlich ganz cool. Du zockst das ja gerade, ne? Ja, ja, ja. Ja, er zieht sich das einfach aus.
Einfach noch einen draufschießen, komm, nur mal sicher gehen, ey. Du weißt ja nie, was passiert. Alles gut, Krawattenknoter. Geiler Name, by the way. Ja, mach's gut, ich hab's eben gerade erst gelesen, sorry. Oh, der ist aber lame. Aber er hat den Spinosaurus eingeklebt und nicht den Indominus Rex, das ist doch schön. Hm. Oh nein. Und der Spino hätte den Kampf aber gewonnen, wenn das Kind den nicht abgelenkt hätte, ne? Stimmt. Oh, da haben sie eine. Und die bringen den aufs Festland. Das ist auch eine sehr interessante Was-wäre-wenn-Geschichte. Was wäre, wenn der Indominus Rex wirklich ans Festland gekommen wäre? Spooky ist dafür, dass das Kind gegessen wird anscheinend. Wenn das Kind nicht gegessen wird. Vielleicht im nächsten Teil. In diesem auf jeden Fall schon mal nicht. Hier gab es auf jeden Fall schon mal keine Kinder, die gegessen werden. Also ich hätte es ja geil gefunden, wenn in Dominion das jetzt so endzeitmäßig gewesen wäre, weißt du, dass sie so richtig fette Arenen gebaut hätten, wo die Dinos dann kämpfen und so. Und dann bricht da auf einmal irgendwie so ein T-Rex rein und macht da richtig Rambazamba und so. Ja, sowas hätte ich mir auch eher gewünscht, aber sowas traut man sich ja nicht.